Willkommen zu unserer F124 Audi-Karriere. Willkommen auch hier aus dem Home of Night Race. Das ist Singapur auch. Und ich bin sehr gespannt, denn in der Vergangenheit waren wir hier tatsächlich immer stark. Und Singapur ist auch generell eine Strecke, wo die KI nicht so, sagen wir mal, gut trainiert ist wie auf anderen Strecken. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo freuen. 4,9 Kilometer, 19 Kurven, 2, 3 DRS-Zones. Und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Die Strecke ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Gerade auch mit den Änderungen ist sie viel spaßiger geworden. Wir starten rein in meine finale Qualifying. In meinen finalen Qualifying-Versuch hier. Und es geht hier Richtung Turn 1. Früh genug bremsen. Hier rechts nur nicht zu weit drüber. Den Körb gut geschnitten. KI 99 selbst schalten, selbst bremsen. Und das ist jetzt hier ein Schlüsselmoment. Denn diese Kurve hat es in sich. Denn links ditcht man gern mal gegen die Mauer und auch der Schaden ist ein. Das bedeutet, jeder Fehler könnte der letzte sein auf dieser Strecke. Toller erster Sektor und das widerspiegelt sich auch in der Bestzeit wieder. Absoluter schnellster erster Sektor und wir nehmen 2 Zehntel mit aus Sektor Number 1. Und ich weiß genau, im Mittelsektor liegt noch ein bisschen Zeit. Die Kurve ist auch sehr, sehr tricky, denn wenn man hier zu früh aufs Gas steigt, kann man gegen die Mauer fahren und zu spät verliert man viel Zeit. Wir konnten hier viel Zeit gewinnen einmal. Und sind jetzt schon bei 3 Zehntel. Den Körb schneiden und bei einer fast halben Sekunde. Hier nur nicht zu früh bremsen. Der Exit muss verdammt stark sein und naja, hat ein bisschen Zeit gekostet. Wir sind immer noch bei knappen 4 Zehntel Verbesserung, was uns noch eine persönliche Bestzeit im Mittelsektor beschert. Und jetzt geht es in den geänderten letzten Sektor rein. Hier haben wir etwas Zeit liegen lassen, aber durch das ERS-Management konnte ich hier trotzdem noch mehr Zeit finden als im vorherigen Run. Hier jetzt die Links-Rechts-Kombi, die wurde nicht geändert. Aus der Kurve raus viel Schwung mitgenommen und die letzten Kurven probieren wir so gut wie möglich flat zu fahren. Und das waren knappe 5 Zehntel, die wir uns da verbessern konnten. Für welchen Platz reicht's? Werden wir jetzt in der Startaufstellung auflösen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. George Russell war im gestrigen Qualifying sehr gut und startet das heutige Rennen von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Perez, Gasly, der Professor, Fernando Alonso, Stroll, Norris, Verstappen, Hamilton, Daruvala, Ricardo, Tsunoda, Sainz, Albon, Ocon, Sargent, Theo Pourchaire, Joe, Hülkenberg, Oscar Piastri und Valtteri Bottas beginnt das Rennen aus der letzten Reihe. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöscht. Es ist Startplatz 5 geworden, das habt ihr glaube ich eh noch alle gesehen. Eine interessante Positionierung und ich glaube tatsächlich, dass das Podium heute unser Ziel sein könnte, weil ich habe doch ein, zwei kleinere Fehler gemacht, die dann dazu geführt haben, dass wir am Ende dann doch die ein oder andere Zehntel liegen haben lassen. Also eventuell mit viel Glück ist heute eine gute Podiumsplatzierung drin, aber dazu müssen wir auf jeden Fall jetzt mal hier eine gute Strategie wählen und wir schwimmen mit dem Strom quasi, gehen von Rot auf Gelb und werden, ja, 8 Runden mit Rot, mal abwarten, wie lange der rote Reifen hält und dann werden wir vermutlich, ja, dann stop. Pierre Gasly auf dem 4. Platz, Perez auf 3 und Leclerc auf 2. Lights out und let's go. George Russell von der Pole und wir kommen gut weg. Besser als Perez, aber Gasly hatte hier vermutlich den besten Start. Wir probieren hier außen dran zu bleiben und waren noch on track, als wir neben ihm waren, aber dann wusste ich halt auch, der Hinterreifen ist ein bisschen breiter und wir gehen da eher ein bisschen neben den Körb. Ich hoffe, das war alles in den Regeln drinnen. Und da vorne zieht Leclerc Russell ab. Der hat ihm tatsächlich die Show gestohlen und hat den Start hier für sich entschieden. Jetzt heißt es natürlich nicht den Fokus verlieren, hoffen und vermuten und natürlich auch dranbleiben. Denn das Wichtigste ist hier tatsächlich im DRS-Fenster zu bleiben. Ich lasse mich hier quasi von den Jungs da vor mir hinterher ziehen. Nur das gelingt mir nur, wenn ich schaffe, immer im DRS-Fenster zu bleiben. Aktuell schaut das nicht ganz so gut aus. Wir verlieren hier ein bisschen Zeit und sind knapp immer am Sekundenfenster. Aber es sollten wir hinbekommen, denn diese Kurve hier, die kann man sehr, sehr gut spät bremsen
Und da magst du halt wirklich auch die ein oder andere Zehntel wieder gut hier. Wieder eine Zehntel gut gemacht, beim Exit ein bisschen was liegen lassen. Aber in der letzten Kurve müssen wir es dann auf jeden Fall irgendwie hinbiegen, da wieder näher dran zu kommen. Denn das würde sonst bedeuten, dass wir freiwillig sind für Pierre Gasly und das sind 1,1. Das ist genau die knappe Zehntel, die uns da fehlt. Aber der Exit war toll und auch das IRS, das ich mir bis hierher aufgehoben habe, hat dazu geführt, dass wir immerhin im DRS-Fenster für eine kurze Zeit waren. Aber reicht das auch, um dann in der nächsten DRS-Zone irgendwie dran zu sein? Guter Exit auch hier wieder, ganz knapp dran. Aber bevor wir das klären, gucken wir noch einmal vorher zu unserer Start-Replay. Und der Start an sich war okay. Wir sind zwar besser weggekommen als Perez. Gasly hat aber den eindeutig besseren Start. Und hier setzen wir uns da an den beiden Jungs vorbei. Wir waren vorbei, bevor wir dann so ein bisschen die Strecke verlassen haben. Ich meine, ein bisschen ist klar, weil ich wollte hier auch tatsächlich eine Kollision vermeiden. Ich höre mich schon fast an wie ein Formel 1-Fahrer, der sich hier ausreden will, dass er sich Track Limits verschafft hat. Aber es war jetzt kein Abkürzen oder so. Ich habe nur Platz gemacht, dass ja, wir alle drei nicht kollidieren. Also ich glaube, das können viele von euch bestätigen oder verstehen. Wir sind hinten eine Sekunde zwar draußen, aber der Quersteher hier war natürlich eher mau. Und deswegen fliegen wir wieder aus dem DRS-Fenster raus. Das trotz dem ersten starken Sektor, vierte Runde, erste Kurve stark gefahren. Reicht aber trotzdem nicht. Wegen 30.000stel, eine Tausendstel doch. Es reicht, um sich das DRS zu nehmen und hier ein bisschen sich mal dran zu arbeiten. Gasly hinten zu halten ist das große Ziel und natürlich wäre der dritte Platz jetzt schon fast wie ein Win für uns. Ich meine, alles, was noch besser ist, wäre noch besser, aber ich glaube, keiner von euch kann meckern, wenn wir da den dritten Platz holen. Aber jetzt hast du natürlich mal alles dran setzen. Vielleicht können wir die beiden da vorne unter Druck setzen. Ich weiß auch, dass Charles Leclerc mein größter Rivale ist und warum der Aston Martin so stark ist. Ich habe absolut keine Ahnung, meine Lieben. Jetzt aber mal hier. Wir kommen näher dran. Es sind jetzt nur noch 7 Zehntel. Gasly fällt weiter zurück. 7 Zehntel, 8. Hier muss ich mir ein bisschen was einfallen lassen. Probiere ja auch eine andere Linie zu fahren. Ja, der Exit war jetzt nicht allzu gut. Das war eher mau. Und hier spät bremsen. Da kann ich auch wirklich viel Zeit rausholen durch das ES, was ich mir im Mittelsektor spare. Das verbrauche ich dann so ein bisschen hier, um mich wieder an die Konkurrenz da dran saugen zu können. Ich hoffe auch, dass die da vorne vielleicht irgendwann in einen kleinen Fight geraten und dass wir dann doch vielleicht den Abstauber machen können. Ja, wieder Zeit liegen lassen und das könnte knapp werden. Bisschen in die Strecke gekommen, aller Max Verstappen, aber es war hier kein Qualifying, sondern nur das Rennen, deswegen auch nichts gestrichen. 7 Zehntel in der ersten Kurvenkombination, also in dieser ersten Schikane, kann man richtig viel Zeit auf die KI gut machen. Das ist mir schon aufgefallen. Und jetzt hier toller Exit, verdammt guter Exit. 7 Zehntel sind wir jetzt nur noch hinter George Russell. Könnte das reichen? Nein. Also der zieht da auch ordentlich davon, liegt aber vermutlich auch daran, dass der natürlich parallel auch die Rest zu Leclerc bekommen hat. Und deswegen ändert sich da Abstand so gut wie gar nichts. Also das kann sehr knapp werden. Wir gehen hier also in die 7. Runde rein. Erneut diese 6 Zehntel circa, sind wir hinten. Doch erneut bekommt auch wieder ein George Russell DRS von Charles Leclerc. Der Exit hier ist also signifikant wichtig, aber der hatte sogar einen besseren. Und wir verlieren hier weiterhin, ja, ein paar Tausendstel auf George Russell. Der klebt jetzt Leclerc förmlich an seinem Diffuser dran. Und wir können jetzt mal nur zugucken, aber das ist halt genau das, was ich gemeint habe zu Beginn des Rennens. Das sind genau diese Situationen, weswegen ich so ein bisschen drauf aufbaue eigentlich, dass wir ja dranbleiben im DRS-Fenster. Denn wenn die beiden jetzt ein, zwei Mal in ein Back-to-Back-Überholen überkommen oder in einen Fight kommen, könnten wir hier der lachende Dritte sein und mindestens einen oder vielleicht sogar gleich beide überholen. Jetzt merke ich auch meine Chance, ich fahre hier mit mehr Schwung in die Kurve rein, gewinne auch dadurch, ja, verliert dadurch wenigstens nur eine Zehntel und nicht wie vorhin drei oder noch mehr. Hier raus die ganze Strecke benutzen und keine Track Limits dafür bekommen. Das ist eigentlich in der echten Formel 1, auf der echten Formel 1 Track hier auch nicht der Fall. 9 Zehntel sind es jetzt wieder, also die sind schon verdammt schnell, die beiden Jungs da vorne. Wie, was, wann der Aston da vorne so schnell sein kann, ich habe keine Ahnung. Also for real, der ist für mich so unrealistisch. Und immer in dieser letzten Kurve habe ich einen kleinen Rutscher drin, was dazu führt, dass ich die ein oder andere Zehntel verliere, die ich dann
auf der Gegengeraden auf der anderen DRS-Zone brauchen würde, um George Russell angreifen zu können. Wir blicken hier auf einen Replay aus der dritten Runde und da waren wir tatsächlich weit noch davon entfernt. Wir rutschen hier wir nehmen hier den Curb ziemlich hart mit und ja, wir gucken uns das Ganze ein bisschen an. Und ja, an und für sich war hier nichts Großes, außer dass man sieht, wie hardcore aggressiv ich da über die Curbs rattere, um nur annähernd an den beiden Jungs da dranbleiben zu können. Hier auch die Kurven. Die Kurven werden geschnitten wie in Mexiko. Und wir springen hier in die 9. Runde und meinen Pitstop. Es ist ein Undercut-Versuch. Ich covere quasi Charles Leclerc ab und hoffe, dass wir George Russell irgend nur möglich überholen können. Reicht es, um hier in der Box vielleicht sogar Charles Leclerc zu überholen? Das ist eine riesengroße... Na, da hinten kommt keiner. Das kann natürlich, glaube ich, nicht funktionieren. Hier, Jungs, bitte. Zaubert jetzt mal. Eine 1,9 will ich sehen. Ja, es ist eine 2,3 geworden und wir mussten dann trotzdem warten auf Charles Leclerc. Das war natürlich jetzt Starts mit X. Das hat ein bisschen mehr Zeit gekostet. Aber das Gute ist halt, wir covern ja nicht Leclerc, sondern George Russell. Kann das funktionieren? Das ist die andere Frage. Jetzt sind wir weiter zurück als jemals zuvor. Mit fast 2 Sekunden Rückstand zu Charles Leclerc ist das eine Riesenhausnummer. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das unmöglich wird, den aus eigener Kraft zu überholen. Der hat vor sich nichts und auch hinter sich über 2 Sekunden jetzt wir. Das war, glaube ich, ein Riesenfehler, dass wir mit Leclerc abgecovert haben. Wir hätten vielleicht eine Runde früher reinkommen sollen. Jetzt wird es interessant. George Russell ist an der Box. Der ist hier gerade beim Boxenausfahrt. Wir gehen hier außen am Briten vorbei und übernehmen vorzeitig, aber noch nicht in geordneter Reihenfolge, den 2. Platz. Der Undercut gegen George Russell hat mal funktioniert, aber wird das auch so bleiben, denn der ist nur 8 Zehntel hinter uns. Und wir wissen, die DRS ist hier ein Rieseneffekt. Ich bekomme keins, er schon. Wird da jetzt gleich der Gegenangriff von ihm zu uns da folgen? Nein, das reicht noch nicht. Und ich komme hier neben die Strecke, zu spät auf der Bremse. Und ich verliere weiter wichtige Zeit am Vordermann. Ich brauche ein bisschen einen Towman oder einen Mann, der mir hier die Rest spendet. Ich hoffe, es reicht hier irgendwie dran zu kommen. Und ich hoffe auch, dass vielleicht Bottas oder Guan Yu Zhou da vorne in einem intensen Fight sind und vielleicht Leclerc etwas Zeit hier abknüpfen. Denn das wäre so ein bisschen ein Segen. 4 Zehntel ist jetzt George Russell nur noch hinter uns und ich glaube tatsächlich, dass das knapp wird. Er ist vorbei und wir schauen durch die Finger. 13. Runde und wir müssen hier zugucken, wie unser 2. Platz davon fährt. Es ist unmöglich, den zu halten. Der ist so schnell und wir müssen hier alles dran setzen. Vielleicht kommt nochmal der Cover. Vielleicht können wir hier irgendwas nur Mögliches machen, um den Mann noch einmal irgendwann zu fangen. Vielleicht macht er selbst einen Fehler, wie vor 2 Jahren oder wie vergangenes Jahr quasi. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob er noch einmal so einen dummen und losten Fehler fast macht. Er hat kein DRS. Das ist natürlich das, was mich so ein bisschen ins Jubeln versetzt. Hier gab es in Wirklichkeit auch eine DRS-Zone. Bitte führte doch auch mal ein, liebes EA-Team. Aber ja, das bringt mir jetzt eh kaum was. Hier schneiden wir den Curb ein bisschen mehr. Dafür kann ich dann mehr Schwung mit rausnehmen. Hilft aber alles nichts. Das sind 3 Zehntel und die werden auch hier immer mehr, wieder ein Quersteher aus der letzten Kurve raus. Das ist eine komische Situation, dass das immer mit dem gleichen Auto hier passiert. So, lala. Jetzt sind wir verdammt nah dran. Es sind nur 3 Zehntel. Das könnte tatsächlich mit einem tollen Exit hier aus Turn 4 helfen. Gut über den Curb gekommen, schön rausgekommen. Wir machen hier Zeit gut. 3 Zehntel, unter 3 Zehntel, 2 Zehntel, unter 2. Unter einer, aber der deckt hier richtig gut ab. Ich habe Purple im ersten Sektor, aber keine Chance hatte ich hier irgendwo möglich. Ich hätte vielleicht auf die linke Seite ziehen können, aber ich glaube, der hat das tatsächlich so ein bisschen im Griff. Der ist auch mittig gefahren. Da war es noch nicht möglich, irgendwie einen Move zu setzen, wobei meine meine Pace echt schwach ist. Also wir haben da wirklich wenig Vorteil davon.
Wir gucken mal auf die Replays und hier sehen wir in Runde Nummer 10, wie ich da so ein bisschen versuche, immer näher an Leclerc wieder dran zu kommen, der, das ist nicht Leclerc, Runde 12 und da kam dieser, ja sage ich schon, fast schicksalhafte Moment, den habt ihr nicht ganz gesehen, Charles, mein Teamkollege hier gegen Oscar, was rede ich denn? Oscar Piastri, ja, mein Teamkollege vorne, ich dahinter und ganz knapp dahinter ist dann George Russell, der sich hier immer näher an unser Heck dran gearbeitet hat. Und es ist halt ein Problem, wenn du da vom eigenen Teamkollegen quasi blockiert wirst, denn das kostet halt enorm viel Zeit. Der ist dann in die Box abgebogen und nur wenige Kurven später war dann auch Russell wieder vorbei. Ich versuche ihn zwar so ein bisschen, ja, zu einem Fehler zu drängen, push ihn da bis zum Limit, aber sein Auto ist dann halt wirklich unterm Strich dennoch noch um einige schneller wie meins. Also da brauchen wir, glaube ich, auch kein großes Geheimnis draus machen. Der Mercedes ist verdammt schnell im Vergleich zu unserem Audi und ich komme hier zwar gut mit, aber dass ich dann einen Move setzen kann, der wird mit Runde zu Runde unwahrscheinlicher. 6 Runden sind es jetzt noch zu gehen, DRS ist da. Ich glaube, ich sollte mich tatsächlich auf den dritten Platz konzentrieren, bevor der Perez irgendwie auch noch angeschossen kommt. Und ich glaube tatsächlich, ja, ich versuche es zwar weiterhin hier an Russell dran zu bleiben, was vermutlich meine Reife ein bisschen kosten wird, aber eventuell, Mann, ich will diesen zweiten Platz. Ich habe ihn mir verdient heute. Das war ein echt starkes Rennen bis zu diesem Moment hier und ja, dass so Russell da vorbeigeht, das ist natürlich bitter. Jetzt kann es wieder knapp werden, aber es, ja, bis auf 2 Zehntel und dann ist er wieder weg. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das ich hier betreibe, gegen George Russell vor allem auch. Ist es eine ziemlich ungleiche Gesellschaft hier. Ich meine, der Mercedes verdammt schnell. Ich bin ja schon mal froh, dass ich mit dem Audi überhaupt da vorne mitfahren kann. Und dass wir heute ums Podium fahren, ist auch eine Riesensache. Also wir brauchen uns da wirklich nicht beschweren. Was sagt ihr? Habt ihr solche ähnlichen Situationen schon, wo du quasi eigentlich ja vorbeifahren willst, aber das Auto halt einfach nichts hergibt? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Jetzt hier quer gefahren, 3 Zehntel, ähnliche Situation wie vor ein paar Runden, wir kommen näher dran, DRS, er ist und wir saugen uns hier dran, er deckt auf der Innenseite ab, wir gehen hier außen dran, möchte hier den Switchback probieren, aber das funktioniert nicht, weil Russell eben mehr Traktion hat, er hat auch den frischeren Reifen und das ist dann noch schwieriger, gerade solche Manöver zu setzen, ich dachte mir, wenn ich den so ein bisschen in die Mitte dränge, dass der die Kurve jetzt nicht akkurat bekommt und ich da den Switch machen kann, aber nein. Wir sind jetzt hier an dieser neuen langen Geraden und ihr seht es halt auch schon, ich bin ja 7 Zehntel hinten. Es ist schwierig, die Reifen lassen jetzt immer mehr nach. Wir blicken auf die ein oder andere Wiederholung hier aus Runde Nummer 15. Hier kommen wir auch ein bisschen dran, aber das hilft halt alles nichts, wenn du dann, ja, ich bin da fett über den Körper, viel zu weit über den Körper drüber und da rutsche ich gegen die Mauer und ja, hat halt hier wieder wertvolle Zeit gekostet. Das Problem ist halt wirklich, wir springen hier wieder in Runde Nummer 19 und George Russell, kein Wunder oder keine Überraschung, fährt hier direkt vor uns. 6 Zehntel Vorsprung und es ist wirklich immer dieser knappe Abstand. Auch vorne Leclerc, der ist immer um die 2,5, 2,7 vor uns. Der kann sich nicht stark absetzen. Es ist dann halt wirklich nur dieses DRS, das hier den Unterschied macht. Wenn ich mal drankomme, jetzt bin ich draußen leider. Ich bekomme hier zwar noch einmal auf dieser geraden DRS, aber ich bezweifle, dass das reichen wird, um hier in Turn 1 da was zu machen. Links vorbei, rechts vorbei und boah, fetter Rutsch auf der rechten Seite und wieder links. Ja, da sind wir wieder bei diesen 7 Zehntel, die ja eigentlich hier schon Standard sind. Also ich fahre seit 10 Runden hier 7 Zehntel hinter George Russell hinterher. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend, eindeutig, aber es zeigt halt auch, dass das schon mal funktioniert. Wir können einem Auto gut folgen und müssen jetzt nicht immer Angst haben, dass der uns direkt auf der Geraden wieder abhängt. Wobei es vermutlich auf anderen Strecken so aussehen könnte. Jetzt springen wir, oder sind wir in der letzten Runde.
Und wie ihr seht, ich habe es quasi aufgegeben. 1,2 Sekunden ist jetzt Russell hier an uns vorbei und ich weiß halt auch, ja, das wird nicht mehr möglich sein. Der war jetzt auch nicht mehr weit weg von Leclerc und wir beenden hier das Rennen immerhin am Podium und es ist P3. Ich meine, was will man mehr? Von P5 gestartet, Dritter geworden. Ich bin mehr als zufrieden. Wir nehmen hier den Pokal mit und wichtige 15 Zähler. Das ist ein unfassbar starkes Rennen gewesen. Oscar wurde Fahrer des Tages, das müssen wir uns dann angucken, warum. Aber jetzt mal die Siegerehrung. Charles Leclerc, was für ein Rennen, was für ein Sieg. Er gewinnt. Und das sind jetzt 2 Siege in Folge, Sascha. Das kann kein Zufall mehr sein. Hier hat jemand die richtige Einstellung. Was können wir in Zukunft noch erwarten? Das Team von Aston Martin wird über die heutige Leistung und das Endergebnis sehr froh sein. Sie haben exzellentes fahrerisches Können und Teamarbeit gezeigt und einen hochverdienten ersten Platz erzielt. Hier gucken wir uns das Ganze noch einmal an. Wir haben auch die schnellste Rennrunde geholt, also 16 Punkte. Und das im Vergleich zu der Weltmeisterschaft. Konstrukteursrennen ist natürlich ein bisschen blöd, weil da haben wir gerade ja Charles Leclerc als direkten Konkurrenten mit seinem Aston Martin-Team. Aber der zweite Aston Martin-Pilot ist, glaube ich, hier nicht in den Top 10 vertreten. Und für 19. Platz wie man Draft for Today, das finde ich auch interessant. Der ist, er hat nur 2 Plätze aufgeholt in dem Fall. Fahrerweltmeisterschaft sind wir zweite und auch Konstrukteurs-WM. Sind wir immerhin noch auf dem 4. Platz, ein bisschen abgeschlagen jetzt von Aston Martin, die sind da schon knappe 20 Punkte vorne. Nächstes Rennen wird dann das Austin-Texas-Rennen sein, sprich es steht ein Sprint an und das wird tatsächlich interessant. Also seid auf jeden Fall auch dabei und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, wie ihr wisst, wie das geht, abonniert gern kostenlos, falls ihr nicht habt und macht ein Däumchen nach oben weg, aber vor allem aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr in den nächsten Wochen, Tagen und auch die Recap kam gestern online, also schaut da gern vorbei. Wir werden über viele Szenen von Brasilien diskutieren und gönnen wir uns hier mal was? Ja, tatsächlich haben wir ein paar Millionen gespart und ja, es dauert ja noch bis zum Finale, bis wir einen neuen Piloten brauchen. Und geht sich das auch noch aus? Ja, wir sind so weit bei Chassis hinter Kick sauber, also das ist dann wirklich schon traurig. Der Motor ist kaputt. Den müssen wir auch noch einmal austauschen. Ich bin mir fast sicher, dass sich das nicht bis ins Finale ausgehen wird. Geringer Kontostand. Ja, ich bin mir da fast sicher, dass sich das nicht ausgehen wird. Und für heute war es das aber dennoch mal. Vielen Dank fürs Zugucken bis zum Schluss. Wir sehen uns hoffentlich morgen und übermorgen wieder hier auf YouTube oder vielleicht später, falls ihr noch mehr Bock habt, auf vom Lance oder auf mich auf TikTok. Bis dahin, danke fürs Zugucken. Wir müssen uns erneut für Charles Leclerc entscheiden, weil die anderen beiden unschlagbar sind. Ciao.